Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1 mit Freddy immer noch. Hallo. Den despawnten Ghoulen inzwischen und Seewandspilzen. Nehmen wir mal mit den Scheiß. Übrigens nur dabei, weil ihm sonst allein langweilig wäre. Ja. Ach ja, und was ich im letzten Part nicht gesagt habe, ich werde versuchen jetzt wieder regelmäßig hochzuladen. Also die ersten, weiß ich nicht, 18 Parts oder so, kamen ja regelmäßig. Ja, und dann hast du aufgehört. Habe ich aufgehört. Genau. Ja, Assi, ey, so viel dafür reporten direkt. Kriegt der Polizei melden. Okay, mein Silberschwert liegt auf E, das ist cool zu wissen. Okay. Sieht so aus, als ob ich hier durchkommen könnte. Meinst du, ich kann hier scheinbar nicht mit irgendwie mit Art durchkommen? Böse Katzen. Nein, gute Katzen. Nein, Katzen, die meinen Müll fressen wollen, sind böse. Wenn es ihnen schmeckt. Wenn es ihnen schmeckt. Ja, jedem das seine, ne? Naja, nee, geil. Alter, die Säule sieht nicht mehr sehr stabil aus, muss ich mal sagen. Und ich spiele Lego Worlds. Lego Worlds ist das neue, ne? Ja. Das ist richtig cool. Hat ein neues Update bekommen, gibt es ein paar neue Gegenstände, aber noch kein Multiplayer leider. Hab schon gesehen, dass das Update jetzt bekommen hat. Woher? Kedos. Der ist auch? Ja, unsere Kedos-Zone spielt das auch. Kirsch ist schon wieder irgendwie tot? Ja, ich hab gestern mit ihm geschrieben. Wollte auf was zocken, weil mal so, ne, hab keinen Bock auf zocken momentan. Ich hab seit Ewigkeiten nicht mehr mit ihm geschrieben. Aufnehmen wollte er letztens auch nicht, also ich wollte Saints Row mal wieder aufnehmen mit ihm. Ne? Ja, muss nämlich sein, wenn er nicht will. Na, ich geh jetzt erstmal die ganze Höhle einmal durch. Borderlands Game mal weitermachen. Teil 2 und 1. Ja, Borderlands würde ich auch echt gerne mal weitermachen. Ich möchte ja nicht. Ja, wir müssen irgendwie mal gucken, ob wir das auch ohne ihn weitermachen einfach. Würde es machen, das wäre zwar ein bisschen blöd, aber wenn es anders nicht geht, dann würde ich keinen Bock auf das ja, Spiel. Ja, ich will auch mal irgendwann wieder zocken. Also, ich muss sagen, das Spiel hat mir schon immer ziemlich viel Spaß gemacht mit dir und mit ihm dann halt auch. Aber ich will es irgendwann weiter hochladen. Ich meine, das fehlt jetzt seit 6 Wochen oder so. Mehr. Fehlt doch mindestens seit 2 Monaten. Boah, ist die Axt scheiße, Alter. Ja, die Axt habe ich auch. Ich habe nie einen Dolch oder eine Axt benutzt. Nie. Macht doch ehrlich gesagt gar keinen Sinn, Alter. Ah, fuck! Wo kommen die drei denn her? Also das letzte Mal Borderlands war am 11. April. Alter, das ist schon ewig her, das ist schon 2 Monate her. Drei Monate her. Genau 3 Monate. Stimmt, drei, Alter! Ja, vor 3 Monaten. Gar nicht, also, es kam mir so vor, als wäre es so 1-2 Monate. Also, 3? Also, 3 hätte ich auch nicht mitgerechnet, Alter. Das ist schon praktisch ewig. Das ist ja schon fast ein Jahr her. Ja. Das ist ja schon ein Vierteljahr. Das ist echt heftig. Aber wenn wir das wirklich ohne Kirsch weitermachen wollen, weitermachen würden, dann würde niemand mehr zugucken, weil es dann nur noch um die Story ging und nicht mehr um euer lustiges Rumgepimmle da. Ja, man könnte ja trotzdem noch lustige Sachen machen. Mein Fokus liegt immer noch auf der Story. Nee, weißt du ja auch. Nachladepunkt, was ist denn ein Nachladepunkt? Kommst du da drauf? Hab gerade einen gefunden. Nachladepunkt.
Die kenne ich ehrlich gesagt nur. Was? In der Kanalisation ist einer. Nachlade. Ist das so ein komischer Wandbehälter? Nein, Nachladepunkt ist ein schwarzer Punkt auf der Map. Weiß ich gar nicht, also. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich mal einen gesehen habe. In der Kloake, wenn man durch die verschlossenen Gitterstäbe geht. Die einen nicht direkt in ein neues Gebiet teleportieren. Nachladepunkt? Ich weiß nicht. Also. Kann ich dir leider nicht sagen. Ich werde es gleich sehen. Das ist so ein. Ah, das ist ein Ort der Macht. Ich bin nur als Ort der Macht, nicht als Nachladepunkte. Auf der Karte steht erstmal Nachladepunkt. Ritual der Magie durchführen, in Kalksteins Labor teleportieren, nichts. Du kannst dich porten, also du kannst dich jetzt an jedem Ort der Macht zu Kalksteins Labor teleportieren, da hat sie ja so ein Apparat dafür gegeben. Und warum soll ich das machen? Weil du zum Beispiel, ja. Woanders so. Bist, also. Es gibt ja noch ein anderes Gebiet und wenn man von da dann zurück nach Vizima will, dann ist es leichter, sich dahin zu porten. Okay. Oder halt, wenn du eine Kanalisation musst und schnell wieder an die Oberfläche nach Vizima willst, dann kannst du das so machen. Richtig cool, hier ist ein Garten, aber der ist abgeschlossen, schade. Also komme ich ja erstmal nicht wieder raus. Ah, da ist auch ein Ort der Macht. Hier steht aber Nachladepunkt, da steht Ort der Macht, da steht Nachladepunkt. Tut mir endlich leid. Komisch. Schade. Mein Freund ist jetzt erstmal duschen gegangen. Ich wollte dir gerade sagen, bring mir mal ein Bier, aber jetzt ist er nicht da. Scheiße, jetzt ein Bier wäre toll. Sehr gut, ihr habt das Spiel verbuggt. Wieso? Gott, weil ich gerade aus einer Höhle ins Wasser gekommen bin und dann habe ich nichts mehr gesehen. Aber ich bin nicht wieder da. Das Spiel ist richtig geil, oder? Nee, noch nicht. Also es ist lustig, es ist cool, aber es gibt halt noch wenig zu tun. Es ist Multiplayer. Halt. Ja. Von Minecraft ist ja mehr, da musste ich ja so Essen und so anbauen und alles Scheiße und sowas. Hier gibt's einfach doch nichts, also ein bisschen bauen und ja, das war's eigentlich. Ja, noch. Halt. Ja, wenn es ein Multiplayer gibt, dann wird das, dann ist das. Ne, dann ist Level 2, dann ist vorbei. Geh ich nie wieder raus. Ja, vielleicht machen sie auch noch ein Survival-System. Da denke ich auch. Was, da kann ich nicht lang? Da hinten stehen zwei Leute, Banditen. Hä, wie komme ich zu den Banditen hin? Weiß ich nicht, vielleicht brauchst du einen Schlüssel für eine andere Tür. Sieht nicht so aus. Aber du weißt doch nicht genau, oder? Nee, hier ist irgendwie alles zu. Kann ich das abbrennen? Ich kann das nicht abbrennen. Ah, ich kann es mit dem. Mit Art kaputt machen. Okay. Hallo, Banditen. Oh, Banditen sind freundlich. Also, erstmal zumindest. Gibt es eine Schrottplatzebene? Sehr nice. Windet. Was befindet sich hinter dem Gitter? Das geht euch nichts an, verzieht euch. Wieso seid ihr in den Kloaken? Wir sind Rattenfänger. Und jetzt verpisst euch! Verschwindet! Also die Banditen finde ich sehr gemein. Wieso, was haben sie gesagt? Habt ihr nicht gehört? Sie sagen, verpisst euch. Hey. Bis später. Das ist ein Privatgrundstück. Okay, Gitterstäbe sind abgeschlossen, das heißt, ich brauche einen Schlüssel. Schatz! Holst du mir ein Bier? Holst du mir ein Bier? Kopper! Schatz! Kopper! Öffnest du mir die Dose? Welche? Die Dose halt, mit den Raviolis.
Ja, wenn du sie herbringst, schon. Raviol wäre echt geil. Das ist der Dosenöffner. Der aussieht wie ein Dosenöffner. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Dosenöffner haben. Machst du mit den Zähnen auf. Freddy, wie lange geht der Part noch? Obacht, 9 Minuten 47. Schatz, mach ich in 10 Minuten, bringst mir erstmal ein Bier. Das klappt. Ja, das ist ein Dosenöffner. Das obere, aber den verstehe ich nicht. Wieso verstehst du ihn nicht? Untere ist ein Bieröffner von Camel. Bei mir? Jetzt soll ich hier live in der Aufnahme. Ich verstehe den Dosenöffner nicht. Du willst live in der Aufnahme Dose öffnen? Ja. Noch das zwei Bier? Ist schon okay für mich. Noch zwei? Nicht so richtig, aber halbwegs. Noch zu real? Eigentlich nicht. Es gibt natürlich auch noch andere Läden wie Netto und Penny und Freddy sagt auch mal was. Ja, Läden. Mann, aber wir sind in der Aufnahme, das landet im Internet, du darfst kein Product Placement für eine Firma alleine machen. Dürfen wir schon. Nein, weil wir dann famegeile YouTuber sind wie Bibis Beauty Place und so eine Nutten. Ja, sind wir doch. Es gibt natürlich auch noch andere Nutten wie. Zum Beispiel Dagi B und. Ja, genau, Dagi B. Die andere dumme Fotze, da gibt es doch bestimmt so andere dumme. Life is Melina bestimmt auch, keine Ahnung, die kenne ich gar nicht. Kenne ich nicht. Ich auch nicht, von der habe ich nochmal gehört. Ich Dena. Nicht. Dena zum Beispiel. Ja, Dena ist auch ein famegeiler YouTuber, der von Coca-Cola gesponsert wird. Er ist halt einer von diesen neuartigen Minecraft-Fotzen. Du hast es nicht. Dankeschön. Bitteschön, hier nimm den Scheiß wieder mit. Hier nimm den Scheiß wieder mit, Kappa. Das war nicht mal Keyboard. Bierchen? Ich verstehe gar nicht den Unterschied zwischen Kappa und Kipo. Ja, Kipo ist einfach nur mit Ohren. Mit Dingsohren, Katzenohren. Ja, warum? Ja, warum nicht? Nehmt mich zu eurem Knapp. Das Internet liebt Katzen, das sollst du langsam wissen. Ja. Okay. Warum steht... Warum hast du eine Maske? Warum soll ich immer noch nach da unten gehen? Rettung? Was? Was? Dieser komische Ghoulkopf. Schatz, sei nicht so laut! Ein Ghoulkopf? Bist du besoffen? Ja, vor der Tür. Wer es findet, den darf es behalten. Ich muss zum Auftrag wieder zurückkehren. Ich werde ihn beim Eingang der Kloake finden. Nein. Doch, wirst du, aber der ist doch nur morgens, weil er arbeiten muss. Der hat nämlich einen Job, nicht so wie andere Leute hier zum Beispiel. Genau, Freddy. Du. Ja, aber ich habe ja theoretisch jetzt einen Job. Ja, kann man auch mal sagen. Herzlichen Glückwunsch, Freddy. Ich habe übrigens zwei Jobs theoretisch, also. Wieso? Ich habe auch von beiden eine Bestätigung bekommen. Hä, wie von beiden? Ja, von beiden Firmen. Ich wusste nur, dass du dich bei einer beworben hast. Ja, bist du behindert? Du hast doch noch gesagt, ich dachte, du hast die andere Stelle schon. Ja, ich habe die Stelle schon sicher, aber ich habe doch nichts unterschrieben. Ich habe gar keine Ahnung, wo das war. Kannst du mir nach der Aufnahme mal erzählen? Bei den Hannover auf jeden Fall. Ja, das ich denke, das war beides bei, 6 richtige. Ja, also da waren 2 Gespräche, aber ich hatte insgesamt 4 Gespräche. Oh, okay. Okay, ich meditiere hier mal 6000 Stunden lang. Wie kann man meditieren? Wie kann man meditieren? Wir müssen in ein Lagerfeuer gehen. Ich kann nicht einfach so meditieren. Gott, nein, das haben die erst in Witcher 2 eingeführt. Was? Vor allem Witcher 2 ist ein komplett anderes Spiel. Also das ist eher so wie Witcher 3. Aber es ist Witcher 1 ist eine Ausnahme. Witcher 1 ist aber auch mein Lieblings-Witcher, muss ich sagen. Ohne Teil 3 gespielt zu haben. Es ist mal ein bisschen was anderes als die anderen. Habe ich irgendwo eine Uhrzeit? Weiß ich nicht. Der Lucas ist der Bagger nur ein bisschen verbuggt in dem Spiel hier. Ja, ist er das? Ja. Der Neue. Der Neue. Ah, hier ist das Lagerhaus. Hier muss ich also rein. Schön. Aber auch erst in den Abend schon. Wow, Indigala, danke. Gut, warte mal. Das ist der Zeuge. Wer es findet, das kann ich nur morgens machen. Verdächtiger Vivaldi. Oh Gott, wo ist ein Tagebuch? Auf J, ne? Ja.
Charaktere, Vivaldi. Oh, ich muss noch relativ viel vorlesen. Oh Gott, nein. Nein. Ich finde Vivaldi nicht. Wo? In der Akta oder wo? Ja. Hast du mit Vivaldi schon mal geredet? Keine Ahnung. Hier steht, weitere Informationen über Vivaldi finden sich im Abschnitt Charakter des Tagebuchs. Charakter unter V habe ich Wesemir, Wessner, Vincent Mays und Zoltan. Ja, und dann kommt Zoltan. Schatz, wenn du jetzt mit den Katzen hier spielst, bringe ich dich um. Hat Vivaldi vielleicht noch einen Vorname? Ich weiß gar nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Nee, Vivaldi ist ein Vorname. Nee, Golan. Golan Vivaldi. So, sorry. Golan Vivaldi. Golan Vivaldi ist ein Zwerg, der sehr empfindlich ist, was sein Volk angeht. Die Vivaldis sind eine Familie von Financiers. Also von Leuten, die Kohle haben. Von Leuten, die Kohle geben. Bank, okay. Eine ihrer Banken befindet sich im Händlerviertel von Visima. Das Geld für die Kaution des Professors stammt aus Vivaldis Bank. So konnte der Verbrecher auf freien Fuß kommen. Dann sollte ich mal mit der Vivaldi reden, wa? Keine Idee, ne? Na gut, wo finde ich den denn? Vivaldis Bank. Ist die auf der Karte markiert? Ja. Haus, Dorf und Teich, Stammhütte, Gasthaus, Lagerfeuer, Kloster. Weißt du, wo Kalkstein wohnt? Hab's gefunden. Haus von Vivaldi dem Zwerg, aber nicht die Bank. Ja, das ist die. Also ich. Okay. Nein, ist sie nicht, aber er wohnt da. Also ich dachte, das wäre zuerst die Bank, aber das war's nicht. Oma, hier, geh weg. Halbelfen, das ist doch was. Oh, ich hab einen Knüppel gefunden. Ein Knüppel? Die riesige Keule, die er so hinter sich hat. Geholfen? Ja, die haben den Typen schon umgebracht. Hast du da irgendeinen Schaff mit überflüssiges Gefasel? Ja, kann sein. Nein, weiß ich nicht. Tschüss. Tschüss. Ich sag doch tschüss. Ja. Wollen, wenn wir nicht aufnehmen, dann hört man gar nichts von ihm, aber wenn du dann aufnimmst, direkt die ganze Zeit. Ja, wirklich so. Gutes Timing auf jeden Fall. Wie laufen die Geschäfte? Ich will jetzt nicht darüber reden. Segway wäre hier noch geil. Mal. Wenigstens die ist mir geblieben. Ein glücklicher Zwerg. Was führt euch hierher? Besitzt ihr ein Exemplar von Die geheimen Pforten? Ja, ich möchte mich aber nicht davon trennen. Ich bestehe darauf. Nennt mir einen Preis. Na gut. Ich sage, nennt mir einen Preis. Er sagt, na gut, jetzt soll ich ihm was bieten, oder was? Ja. Die geheimen Pforten, 100. Soll ich das kaufen? Ja. Und das andere? Welches andere? Ein Sob. Oh. Mystisches Lehrbuch eines unbekannten Verfassers, das den 10 Sephiroth gewidmet ist. Es wurde lange bevor Menschen die Welt kolonisierten geschrieben. Unter großer Anstrengung geborgen. Boah. Und wortgetreu aus dem Gnomischen übersetzt. Ja oder nein? Was, ja oder nein? Kaufen? Hier? Kostet 300. Ja, Gott, du brauchst es auf jeden Fall. Ja, scheiß drauf, ich hab genug Kohle. Beide gekauft, gibt's gleich eine Lesestunde. Auch schon wieder. Was wird? Ich würde gerne über die Salamandra reden, Junge. Ich würde gerne über die Salamandra reden. Warum? Das Geld für die Kaution des Professors stammt aus eurer Bank. Mit diesen Verleumdungen kränkt ihr mich sehr. Aber... Generationen von Vivaldis haben diese Bank aufgebaut. Und ihr behauptet, dass unser Geld Verbrechern zugutekommt? Raus! Okay, er schmeißt mich raus. Ich kann ihm nicht glauben. Wen? Ich kann ihm nicht glauben, den Zwerg. Okay. Ich glaub dir nicht.
Ich glaube euch nicht. Würde ich auch nicht. Nur ein. Wäre jetzt nämlich alles Lügen, dein Part ist vorbei. Für den Moment muss ich von eurer Unschuld ausgehen. Ihr habt rassistische Vorurteile überwunden und die Wahrheit erkannt. Sagt mir Bescheid, wenn ihr den wahren Übeltäter entlarvt habt. Das interessiert brennend, wer es ist. Gut, und dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.